Hallo liebes Internet, ich begrüße euch zum Online-Exclusive von eSports.com.tv, klassisches E-Fernsehen. Wir waren im Fernsehen, jetzt sind wir im Internet, wir sind überall für euch. Und in der TV-Show hatten wir einen wunderbaren Gast, der heißt immer noch Kalle Kuschinski, den darf ich auch jetzt begrüßen. Hi Kalle, hi. Und moin, 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 moin. Gemeinsam mit Kalle im Team werden Danny und Paul antreten gegen mich. Ich habe mir ein kleines Spielchen überlegt, ich habe Tweets rausgesucht. Und diese Tweets werde ich vorlesen und dieses Konglomerat aus drei wunderschönen Menschen, aber Menschen, die komplett ahnungslos sind, wird gegen mich antreten. Denn sie müssen herausfinden, wer diese Tweets getätigt hat. Und wenn ihr es schafft, ein paar rauszukriegen, habt ihr halt gewonnen gegen mich. Wenn nicht, dann habe ich halt gewonnen. Ja. Habt ihr verstanden? So, ja, ja. Ja. Ich sag, der erste war Kalle. Ja, ich hab doch erst gesagt. Achso, okay, sorry. Wäre natürlich auch gut, wenn meine komplette Moderation nur aus Tweets bestanden hätte, die irgendwann mal irgendwo getätigt wurden. Das sollte man mal machen. Also, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster. Ich glaube, wir sind ein gutes Trio. Wenn du gewinnst, dann kriegt ihr einen Kasten Warsteiner von mir. Oh, alright. Okay, alles klar. Ich ziehe die Schuhe schon mal aus, dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Das brauche ich jetzt. Also, der erste Tweet, ich lese vor. Mein Management hat gerade zum Abendessen ein Weizenradler alkoholfrei bestellt. Ich weiß es. Oh, du weißt es. Okay, pass auf, Kalle, dann ganz kurz für den Spannungsbogen würde ich gerne von den beiden Jungs noch irgendwie eine Ahnung oder irgendein. Warte mal, Weizenradler alkoholfrei? Korrekt. Ich sage, es ist Hand of Blood, weil Johannes Gorzel immer Weizenradler alkoholfrei trinkt. Wer ist Johannes Gorzel? Das ist der Manager von Hand of Blood. Okay, jetzt kann er das zu meiner Rolle übernehmen und das bestätigen oder verneinen. Also, ich war sogar dabei, ich saß daneben, als dieser Tweet verfasst wurde. Ist von Hand of Blood, allerdings nicht Johannes Gorzel, der ist nicht mehr der Manager, sondern mittlerweile ist es Kathleen Meissner und die hat sich einfach einen Radler alkoholfrei bestellt. Wir haben alle saßen am Tisch. Wir haben da nämlich damals einen Kurzfilm gedreht, die Panzerpanne, ist auf dem Kanal von Hand of Blood zu finden im Harz. Und da hat sie sich dieses Weizen alkoholfrei bestellt und wir haben sie alle entgeistert angeguckt. Wir sind vom Glauben abgefallen. Aber ich bin da drauf gekommen, weil auch der ehemalige Manager, also ich glaube zumindest, dass er Manager von Hand of Blood war. Ja, Kalle nickt. Johannes Gorzel, auch Anti-Alkoholiker. Also er trinkt keinen Alkohol. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ich finde so einen Weizen auch nicht falsch. Aber erster Punkt für das Trio. Nächster Tweet. Ich zitiere. Hört doch endlich auf, euch alle gegenseitig zu beleidigen, in endlos Diskussionen euer Leben auf Twitter zu verbringen. Gibt Wichtigeres. Wer hat das gesagt? Das klingt viel zu ernst. Das ist auf jeden Fall kein Monte-Tweet. Ich war erst bei Monte, aber ich glaube, ich gehe in eine andere Richtung. Ich würde zur Unge gehen. Zur Unge? Weil Unge gerne so einen Streitschlichter macht auf Twitter. Okay, Kalle, was hast du für einen Take? Ich bin da tatsächlich ein bisschen raus. Also ich folge vielen Leuten, die halt sehr viel Blödsinn tweeten. Aber ich meine, dass sowas in der Art eine Zeit lang auch mal gesehen zu haben. Also ich müsste mich jetzt auch zwischen entweder Unge oder Flesk vielleicht entscheiden. Okay. Flesk. Aber dann sag mal was. Jetzt komm. Also du hast die Entscheidung. Kurzer Tipp noch. Achso. 15.000 Likes. Oh, kann es nicht Flesk sein. Das ist too much für ihn, würde ich jetzt einfach mal so sagen. 15.000? Weiß ich nicht, der ist gerade übelst im Hype, ne? Der ist übelst im Hype. Ich würde ihm das zutrauen. Also, ich würde meine Stimme für Flesk abgeben, aber ich bin mir unsicher, bin ich ehrlich. Also, wenn ihr beide Unge sagt, dann lass uns Unge nehmen. Bei was wärst du? Ja, komm, lass uns Unge nehmen. Okay, ihr nehmt Unge. Ich kann sagen, das Ganze wurde am 24. September 2020 getätigt, 15.000 Likes und geschrieben hat es Montana Black. Oh, was? Das ist doch kein Monte. Ah, verdammt. Okay, ja, das gut. Hätte ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Montana Black, liebe Grüße. Streitschlichter, also Mediator nennt man das in der Schule. Ja, oder? Richtig. Ja. Genau so habe ich ihn mir auch eingeschätzt. Okay, nächster Tweet. Ich will nicht flexen, aber ich fühle mich wie der absolute Boss, wenn sich Leute beschweren über Selbstständige und ich Folgendes droppen kann. Naja, selbstständig bin ich, aber ich kann auch 12 Monate im Voraus zahlen, wenn das hilft. Es ist wieder Monte. Das weißt du? Nein, aber so vom... Flexen, sagt das Monte? Flexen? Ja, ja, ne? Ja. Aber das wäre zu einfach, wenn das jetzt wieder Monte... Wäre es zu einfach? Das wäre viel zu einfach. Oder es ist ein doppelter Trick. Das wäre dann was? Ja, Kalle, was sagst du? Also, das ist, aber der Tweet wurde auch genauso geschrieben und nicht jetzt irgendwie vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Also er ist auf Deutsch verfasst. Ich habe, sag mal so, den Satzbau angepasst. Das darfst du nicht machen. Was ein Tipp wäre von mir.
Den Satzbau berichtigt quasi. Du hast, das ist ja, das, hier wird ja geschummelt dann, wenn du den Tweet veränderst. Ich sag mal so, im Stile der Dramatik habe ich das angepasst, damit es verständlich ist für alle Beteiligten. Okay. Ich habe nicht übersetzt. Weil man es sonst nicht verstehen kann. Korrekt. Ja, dann ist es Monte. Ich bleib auch dabei. Kalle, bist du da im Boot? Also das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob ihr Schocks kennt, aber die hat nämlich letztens eine Insta-Story genau über das Thema gemacht und hat genau das nämlich in der Insta, deswegen habe ich mich gerade gefragt, die eine Insta-Story gemacht, ich weiß aber nicht, ob sie es getweetet hat, ich will jetzt aber auch nicht gucken, aber, also Monte, weiß ich nicht, Monte, haut sowas mal raus, aber warum solltest du zweimal einen Monte tweeten? Ja, ich finde auch deine Herleitung, ich finde deine Herleitung sinnig. Also ich glaube, ich gehe da mit Kalle mit. Kalle ist auch mehr im Twitter und Game und so drin als ich. Ich glaube, der hat da eh mehr Ahnung. Das, was ihr sagt. Okay. Also Schocks. Ihr geht auf Schocks und seid damit vollkommen richtig. Woo! Denn Schocks twittert auch auf Deutsch. Big Brain Move. Ich bin einfach zu krass. Ja. Respekt. Dann so, Kalle. Ja, Schocks selbst. Übrigens mal ganz kurz zur Erklärung. Ich habe hier keine. Ich habe ein Handy. Ich habe ein Handy, wo ich die Tweets drauf habe. Und deswegen halte ich das Ganze so komisch. Ja, Schocks, Moderatorin der League of Legends Liga, der LEC, hat das getwittert und ist in Berlin angekommen und flext dann ordentlich rum. So, nächster Tweet für euch. Sogar ich mag Ananas. Und eigentlich mag ich kein Gemüse. Ananas-Emoji. Also ich hätte auch eine Vermutung, vielleicht glauben wir die gleiche Person, aber ich habe gar keine Ahnung. Ich würde auf Trimax gehen. Ja, absolut lost der Tweet, schon vor allem, ich mag eigentlich kein Gemüse, aber Ananas geht fit, so, was ist das für eine Aussage? Ja, aber das muss Trimax sein, das kann nur Trimax sein. Ihr geht auf Trimax? Ich gehe auf Trimax. Ich gehe mit einfach. Trimax. Vollkommen korrekt. Das Ganze 3-1 ist übrigens, Leute, 3-1. 28. Juli 2019 ist das Ganze getwittert worden von Trimax. Deswegen, es lädt ja ein Tweet nicht, kein Problem. Ich switche einfach durch. Ich bin ja top vorbereitet. Ich habe ja total vieles. So, ich würde jetzt noch einen letzten machen. Okay. Wir müssen noch zwei machen, damit ich noch eine Chance habe. Ne? Okay, pass auf. Dann kommt ein ganz kurzer. Hunde sind die besseren Menschen. Oh, den habe ich letztens gesehen. Hunde sind die besseren Menschen. Oh, den habe ich gesehen. Nur wo, Danny? Ja, wo hast du ihn gesehen? Auf Twitter. Oh, danke. Ich bin ganz sicher. Fuck. Hunde sind die besseren. Also das ist, also es klingt für mich wieder nach einem, es klingt für mich nach einem Monte-Tweet, weil Monte so Hundefanat ist. Aber ich glaube, es war nicht Monte. Ich glaube, es war jemand anders. Ich glaube, es war wieder Hand of Blood mit seinem Falco heißt er, glaube ich, ne? So heißt er. Aber das ist völlig falsch. Das war nämlich ich. Ach. Fuck. Das ist mein Tweet war. Das wäre natürlich jetzt also, aber. Anders gesagt, ich habe das auf jeden Fall mal getweetet. Ob das jetzt der Tweet ist, den du rausgesucht hast, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du versuchst. Aber ich kenne halt auch alle meine Tweets, weil ich finde die auch meistens. Okay. Okay, also seid ihr im Team Kalle? Wir laufen ein. Sorry, dass ich dich da mit Mont in einen Potpourri geschmissen habe. Aber ich glaube, mit Hundefreundlichkeit, da können wir uns, glaube ich, können wir alle relaten. Hunde gehen immer. Und. Ihr seid mit eurer Antwort auch vollkommen korrekt. Karl hat das Ganze am 18. August 2020 getwittert. Nur 1.000 Likes. Finde ich ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach Mensch, Kalle. Macht nichts. Es geht ja um die Message an sich. Ne? Tatsächlich, aber vielleicht ist eine Anekdote. Ich habe das daraufhin getweetet, weil unser Hund in der Familie verstorben ist, der halt ziemlich alt geworden ist. Aber alles cool. Es war nur so meine Art der Verarbeitung. Also, ja. Gut. Haben wir noch einen letzten? Einen letzten habe ich noch. Ist ein Tweet, der mir sehr am Herzen liegt. Twitter ist eine Dose Thunfisch und ich bin ein Delfin. Wer hat's geschrieben? Kleiner Tipp noch, gab nur 7 Likes. Es gab nur 7 Likes, der dir am Herzen liegt. Hauke war's. Ich glaube auch Hauke. Kalle, das wäre jetzt aber echt frech, wenn ich jetzt meinen eigenen Tweet hier reinpacken würde, oder? Hat nur 7 Likes? Ich glaube einfach, dass du das Meme jetzt gemacht hast und dir einfach deinen eigenen Tweet hier, damit den dir auch mal jemand hört. Ja, also ich bitte euch, das wäre ja... Also ihr glaubt, das Twitter-Handle @RetakeHauke hat diesen Tweet rausgehauen? Ja. Und ihr glaubt auch, dass 7 Likes viel zu wenig sind für so einen guten Tweet? Nein. Schick mir den gleich und ich retweete den. Ja, sehr gut. Also, ich möchte kurz für den Content... Ihr seid vollkommen korrekt. Das ist ein Tweet von mir. Ja, es ist natürlich eine lyrische Meisterleistung. Ich möchte kurz anmerken, 7 Likes, obwohl der Tweet auf meinem Profil angepinnt ist.
Also Leute, einfach mal, komm, einfach mal auch mal ein Follow für Retake Hauke da lassen und auch mal den Tweet liken jetzt hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ja, ein bisschen Cross-Promo wollte ich dann unterbringen, für mich zumindest. Und ihr habt gelungen. Das Trio dort hat klar gewonnen, 5-1. Ich muss wieder in die Recherche gehen, ein bisschen mehr. Wir hätten es andersrum machen müssen. Wir hätten machen müssen, wenn wir Gewinn kriegen, wäre ein Warsteiner Kasten, Alter. Jetzt sitze ich hier und bleib auf dem Trockenen. Ja, ihr kriegt den trotzdem. Ach komm, was soll der Geiz raus? Ja! Nice. Vielleicht kriegt der Tweet mit dem Bild vom Kasten mehr Likes als die Dose Thunfisch. Wer weiß. Aber erstmal Glückwunsch, liebes Trio dort auf der Couch und im Fernseher. Geht das irgendwie? So eine Faust einmal? Oh! Gleich kaputt gemacht. So, nice. Sehr gut. So. Herzliche Glückwünsche. Ja, es war nur Spaß. Friendly Banter bitte nicht persönlich nehmen oder so. Oder? Ich bin halt jemand, der gerne mal einen Spruch bringt. Deswegen. Alles gut. haben wir absolut gar kein Problem mit. So ist diese Sendung entstanden. Okay. Also. Sehr gut. Dann noch einmal ganz, ganz lieben Dank, Kalle, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für dieses kleine Online-Exclusive. Es gibt ein ausführliches Interview mit dir aus unserer TV-Sendung online auf unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt die ganze Folge nochmal auf YouTube schauen. Ihr könnt auf eSports.com reinsurfen. Da haben wir super viel Content für euch. Und ich darf euch versprechen, es wird nächste Woche direkt wieder das nächste Online-Exclusive geben. Und da sehen wir uns dann wieder. Vielleicht mit diesen ganzen Nasen. Vielleicht wieder mit Kalle, wer weiß. Surprise, surprise. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.